Freddy, mein Wunderpferd. Zum Glück haben wir diese Abkürzung genommen. So werden wir auf jeden Fall bis Sonnenuntergang zurück in der Stadt sein. Oh, das werden wir bestimmt, Sheriff. Und dieser Weg ist wunderbar für mich zum Traben. Warum bleibst du stehen, Freddy? Naja, weil, wie Sie sehen, vor uns ein Zaun ist, Sheriff. Aber natürlich sehe ich vor uns den Zaun, Freddy. Aber das ist kein Grund anzuhalten. Wir sollten weitergehen. Und wenn wir das Ende vom Zaun finden, können wir um ihn herumgehen. Verstehst du? Naja, aber andererseits, Sheriff, es ist nirgendwo ein Ende vom Zaun zu sehen. Und zwar auf beiden Seiten nicht. Wir wären nie bis Sonnenuntergang in der Stadt. Und außerdem... Aber, warum springen wir nicht einfach über den Zaun rüber, Freddy? Ich bitte Sie, Sheriff. Dieser Zaun ist viel zu hoch für mich, um darüber zu springen. Außerdem könnten wir doch einfach... Nein, Unsinn, Freddy. Wir können natürlich nicht durch den Zaun gehen. Er würde dabei kaputt gehen. Und? Wir würden uns wehtun. Nein, wir werden über ihn rüberspringen. Er ist nicht so hoch. Sogar ich könnte darüber springen. Pass auf, ich werde es dir zeigen. Absteigen! Sheriff Groby, bitte tun Sie das nicht. Sie müssen nicht über den Zaun... Nein, es muss sein, Freddy. Wir müssen über diesen Zaun springen oder wir werden hier die ganze Nacht verbringen. Bleib da stehen. Ich werde jetzt Anlauf nehmen und drüber springen. Und los! Ist alles in Ordnung, Sheriff? Ich glaube schon, Freddy. Hey, jetzt weiß ich, wie wir das Problem mit dem Zaun lösen können. Wir müssen doch gar nicht darüber springen. Wir könnten unterdurch kriechen. Oh, Sheriff, ich befürchte, dieser Zaun ist viel zu niedrig, um unterdurch zu kriechen. Da unten ist viel zu wenig Platz für uns. Sehen Sie, da unten passen wir doch nie im Leben durch. Und außerdem, warum können wir nicht einfach durch? Nein, Freddy, ich hab dir gesagt, wir können nicht durch den Zaun durch. Aber ich werde dir mal zeigen, wie wir unter dem Zaun durchkommen. Los geht's! Und runter! Freddy? Ich stecke fest, ich kann weder vor noch zurück. Kannst du mir bitte helfen, Freddy? Ich werd's versuchen, Sheriff. Ja, gut. Und Sie? Danke, Freddy. Vielen Dank. Kein Wunder, dass man dich Wunderpferd nennt. Übrigens, ist mein Kopf noch am richtigen Platz? Ja, wie ich sehe, sitzt er richtig, Sheriff. Also, wie es aussieht, verbringen wir hier die Nacht. Ich hol was zu knabbern, uns mein Pyjama. Das müssen wir nicht, Sheriff, wirklich nicht. Ich versuch's schon die ganze Zeit zu sagen. Wir können durch das Tor gehen. Tor? Welches Tor? Dieses Tor. Dieses Tor. Das habe ich natürlich gewusst. Ich wollte nur prüfen, ob du es auch weißt. Dann gehen Sie durch, Sheriff. Nein, Wunderpferde haben den Vortritt. Also... Meinetwegen, Sheriff. Und los geht's. Jetzt komm ich. Freddy? Ja, ich wollte nur mal sehen, ob du es auch zweimal schaffst. Genau. Ein Tor. Gut.